Ja, grüßt euch. Heute geht es mal ausnahmsweise nicht um Kälte, sondern um Wärme und vor allen Dingen um eine Wärmebildkamera. Ich habe beim Bienenjub die Vevo Wärmebildkamera gesehen und war total begeistert davon und muss mir natürlich direkt selber holen. Ich hatte zuvor schon einige Wärmebildkameras ausprobiert und hatte unter anderem Adapter fürs iPhone von FLIR und andere Geräte, aber die Einfachheit und auch, sag ich mal so, dieses Bild von dieser Kamera und bei diesem unschlagbaren Preis, das fand ich einfach genial, musste ich sofort haben. Und ich bin ja ein bisschen ein Techie, also technikbegeistert und für solche Spielereien immer gern zu haben. Und falls jemand noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, das ist, glaube ich, für einen Imker schon hochinteressant. Ich habe jetzt heute mal ein paar Bilder mitgebracht, um mal zu zeigen, was diese Kamera alles kann. Und ausgelöst werden die Bilder über diesen Pistolenabzugsgriff. Man drückt einfach auf den Abzug und schon wird das Bild geschossen und dann noch gespeichert. Die Qualität ist so gut, dass man sogar die Adern in dem Arm sehen kann. Also die Blutadern, die Wärme davon. Und neben den imkerlichen Einsätzen kann man natürlich es auch am Haus einsetzen, wo man also tatsächlich da ganz hier rot gekennzeichnet dann Schwachstellen in der Isolierung am Haus finden kann oder wie hier im Bild sieht man die Stromleitungen oder die Rollladenkästen ganz deutlich zu sehen. Sehr interessant, wie da die Wärme rauskommt. Mit verschiedenen Einstellungen, also ob man jetzt nur bunt oder dunkel einstellt das Bild, dann kann das gut. Das sind hier unsere Enden, unsere Laufenden, die man hier sieht im Bild. Und ja, wo man am Fensterrahmen nacharbeiten muss mit der Isolierung, kann man da auch sehr, sehr gut sehen. Gerade bei der aufkommenden Gebäudediskussion auch interessant. Hier mal eine Bienenbeute von hinten, auch sehr gut isoliert an der Stelle. Vor allen Dingen oben der Deckel, das ist alles ganz hübsch. Hier sieht man angedeutet, auf der linken Seite sitzt dort die Wintertraube oder eine beginnende Wintertraube an der Stelle. Messung am Flugloch und Messung von oben durch die Isolierung. Hier sieht man so leicht die Löcher in dem Styropor oben. Also falls da irgendwo Wärmebrücken sind oder Kältebrücken, das sieht man auf der Kamera richtig gut. Ja, wie hier auch ein großes Fenster in dem Bild. Und so Ecken, die aus dem Keller kommen, wo da die Kälte da auch entweicht, das sieht man da sehr, sehr gut. Ja, das ist bei uns am Orangenschaf in Usseln. Hier ist meine Frau im Kühlschrank, der Kühlschrank ganz dunkel gefärbt. Und man sieht da also auch wirklich die Kälte an der Stelle. Das ist jetzt hier so ein Bienenstand von hinten. Das ist so ein Freiständer, also das ist von außen einmal aufgenommen. Und hier sieht man also die Bienenvölker. Oben sieht man, dass die Isolierung, also in den Deckeln, in den Innendeckeln, richtig gut wirkt. Und hier sieht man so ein geöffnetes Bienenvolk, wie das hier eben ja, richtig glüht an der Stelle und wie die einzelnen Bienen da glühen. Sehr interessant zu sehen mit dieser Wärmebildkamera. Das kann man also von außen, also auch von innen sehen, also für eine kurze Kontrolle, wie groß das Bienenvolk ist, ob die warm sitzen, wo dort die Isolierung beim Bienenvolk noch verbessert werden kann. Das kann man da alles mit dieser Kamera sehr, sehr schnell sehen. Die Kamera ist super leicht zu bedienen. Meine Tochter hat es da auch in der Hand gedrückt bekommen und ist damit losgerannt und hat dann zum Beispiel unseren Dackel aufgenommen. Das ist eigentlich ganz hübsch zu sehen. Man kann also, wenn ein Tier auch verloren geht oder wie hier auf dem Sofa liegt, kann man es auch dann suchen und sogar aufnehmen. Also wie gesagt, diese Bilder zeigen einem schon eine ganz neue Welt, weil man die Welt dadurch nicht durch eine Wärmebildbrille sieht, sondern durch eine ganz normale Augen. Aber so kann man also wirklich mal die komplette Welt erkunden, was so Kälte und Wärme betrifft. Feuer und Eis, das ist ja schon wirklich interessant. Und das Gerät an sich ist wirklich super, super einfach zu bedienen. Ich habe so viele Geräte gehabt, also wirklich Handheld-Geräte. Ich habe verschiedene Sachen auch so benutzt und wie gesagt Adapter und sowas. Das ist alles nicht so schön, wie mit diesem Gerät zu handhaben. Und für den Preis ist eigentlich unschlagbar. Also hier sieht man so eine Hand, wenn man eine Hand irgendwo aufdrückt auf eine Oberfläche, ganz kurz nur tippt, da kann man also selbst den Wärmerückstand der Hand auf diesem, hier war es das Sofa gewesen, sehen.
Kann man auch malen mit, das heißt also, wenn man mit dem Finger auf irgendeiner Oberfläche lange malt, dann kann man also diese zurückgebliebene Wärme sehen. Auch sehr, sehr interessant. Die Kamera ist richtig gut, insbesondere deswegen, weil die eine sehr, sehr lange Akkulaufzeit hat. Also beim Adapter oder sowas oder bei den anderen Geräten, die sind innerhalb von einer Stunde leer und das Ding hier läuft wirklich 2 Tage durch. Und das ist schon ein echter Mega-Vorteil bei diesem Gerät. Obligatorische Kaffeetasse oder Tasse Kaffee. Hier sieht man an einem Haustür meinem Freund, dass da also wirklich die Zarge nachisoliert werden muss. Oder wie hier, dass diese Stülper, diese Bienenkorbstülper, super gut gedämmt sind. Also da kommt also wirklich sehr wenig Wärme raus. Interessanterweise. Also die Strohbeuten bzw. die Stülper, das scheint schon sehr, sehr gut zu dämmen und zu isolieren. Ja, das war es schon gewesen. Einfach nur ein paar Bilder, um mal zu zeigen, was es kann. Wer noch ein Geschenk sucht für den Weihnachtsbaum, hier ist eins, was ihr dem Ehepartner schenken könnt. Wirklich tolle Kamera und ein super Preis. Dann bedanke ich mich bei euch und wünsche euch frohe Weihnachten schon mal vorab. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Bis dann, ciao.